Und das reicht schon, ja. Wie, Oder das muss ich reicht? noch eins von diesen Dingern freischalten? Nee, kannst du noch nicht. Erst, wenn du das Ja, nächste ich Mal. meine nur, das ist schon das Entsprechende und dann kann ich das Ding dann bauen, ja. Erst ab der nächsten kriegst du den Siedler halt. Naja, ist ja Oder? doof. Woran sehe ich denn, Ja. wo sehe ich denn, wie viel ich da brauche und wie lange das dauert? Oben links ist da das lilane Land. Ja. Ich habe jetzt Da 2 von steht irgendeine 105. Zahl von irgendeiner anderen Zahl und ja. Ja. Die kleinere Zahl ist dein Kulturstand und die größere Zahl so viel, wie du haben musst. Das dauert ja ungefähr 500 Jahre. Halt die Maus drauf, dann steht's dran, wie lang. Ja, 15 Runden, sage ich doch. Das siehst du. Das war doch akkurat geschätzt. Könntest, ne, es könntest doch so, könntest sogar hinkommen. Okay. Ja, ist ja dann sehr schön. Ja, egal. Weiter. Okay, ich sehe schon den Nachteil, dass ich mich jetzt hier die ganze Zeit lang heilen muss bei dem Scheiß. Ich komme gar nicht vorwärts mit meinen Leuten. Ja, deshalb ignoriere ich die meisten. Ich sehe das ein bisschen ein. Da ist schon wieder ein Feind gesichtet worden. Ich glaube, das ist immer noch derselbe. Ja, wenn er noch näher kommen würde, könntest du ihn mit deiner Stadt beschießen. Geil, Feuer! Pfeile. Ja, egal. Wir haben ja auch jede Menge Hütten hier. Die können ja auch mit den Dachziegeln werfen. Oder mit diesen komischen Stonehenge-Steinen hier. Wenn du den auf den Kopf kriegst, dann. Dann war's das. Wahrscheinlich. Dann dauert's eine Weile, bis sie wieder aufstehen können. Eine ganze Weile her. Aber die haben ja hier auch 500 Jahre Zeit, also. So. Langt. Also die Barbaren, die ignorieren mich auch, die hier rumlaufen. Nö, deren Verhalten, keine Ahnung, die reagieren irgendwie komisch. Aber ist vielleicht gut, wenn ich hier unten lang laufe. Oder ich laufe mal eins vor, dann bin ich ja im Wald. Vielleicht greifen sie mich an, dann habe ich übelst taktischen Vorteil und dann siegen. Was war bei dir gerade los hier? Wo, bei meiner zweiten Stadt? Nee, bei deinem Barbaren, bei Wien in der Nähe da. Die haben mich gekloppt und ich bin einen Schritt zurückgelaufen. Okay. Was ist bei deiner zweiten Stadt los? Da ist auch Terror, da ist überall Minus und hier ist ein bisschen Plus. Ah, Papa-Bahn. Nichts Wichtiges. Ach so. Kann man ignorieren. Du ignorierst relativ viel von dem, was hier im Spiel passiert, oder? Ja, am Anfang zumindest schon. Später wird auf das meiste geschossen, was rumläuft. Artillerie und Bomber und Panzer und so. Ja, dann als Barbar ist das ja dann auch nicht mehr so schön, wenn man von irgendwelchen Artilleriegeschützen beschossen wird, dann ist das nicht mehr so angenehm. Ist nicht zwangsläufig ein Barbar, was sich da beschossen Ja, wird. egal, aber. So, ich kann einen Gegner angreifen, der in meiner Nähe ist. Feuer. Feuer? Aufklicken, dann auf Gegner klicken. Ja. Ah, ja, sehr, sehr schön. Also die Animation fehlt schon irgendwie ein bisschen. Okay. Ja, also es sind irgendwie 5 gestorben oder so. Oder 5 Schaden oder. Da würden jetzt halt Pfeile rumschießen und Geil, 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 Gegner geil. umfallen und sterben, Blut, Gemetzel, explodieren und es wäre Tod. lustig, wenn es passieren würde. Atombomben. Das kommt später auch noch. So, ist ohne. Steinmetzkunst. Da ist Feind in der Nähe schon wieder. Ist immer noch derselbe. Feuer. Hat er das jetzt gemacht oder hat er nur rumgegammelt? Irgendwie ist hier oben auch Kampf gewesen. Dann hat er dich angegriffen Ja, und offensichtlich, verkackt. aber jetzt ist er weg. Ja. Oh, du hast einen Gegner gefunden. Spanien. Ja, Spanien. Ich mag kein Spanien. Ah, die kannst du töten, wenn du willst. Ja. Sidon steht unter dem Schutz der Nation Spanien. Das ist das hier. Das ist ja scheiße, wenn die das haben. Nee, das ist, kann man ignorieren. Unwichtig. Wien steht auch Das unter wird dem erst Schutz. dann wichtig, wenn du den Stadtstaat erobern willst. Dann meckert Spanien rum. Also, so ein mit Wachstum-Ding, das wäre auch ganz gut, wenn man sowas hätte mal. Ja, die gibt's bis jetzt nur bei mir. Ja, so Ein scheiße. davon. Aber ich habe ohnehin kein Geld insofern gesehen. Ich will ja jetzt erstmal so ein Bautruppteil haben, aber irgendwie komme ich, wird das mit dem Gold auch nicht mehr wert, so gefühlt. Kommt auch drauf an, was du in der Stadt bewirtschaftet hast.
Die Felder geben ja unterschiedlich zu. Anscheinend das Falsche halt. Ich mache jetzt vielleicht einfach mal, das kann ich ja jede Runde ändern mit dem Fokus, oder? Ja. Dann machen wir jetzt doch einfach mal Gold, dass wir so ein Truppding da kriegen. Der kann aber auch von Barbaren erobert werden, da musst du ein bisschen aufpassen. Naja, da müssen wir die halt umbringen vorher. Ja. Ja, aber da kommen noch mehrere Fälle. Also, jetzt haben wir dieses Steinmetz-Ding ja fertig. Was machen wir denn jetzt Schönes? Machen wir erstmal Bogenschießen? Ist mir egal. Das ist wenig hilfreich. Ich mach das halt mal. Ja. Ja, doch, es ist hilfreich. Nein, da sind auch Barbaren. Gut. Geht sterben, ihr Homos. Ja, Barbaren down. Ihr habt Fallensteller entdeckt. Ihr habt das Fallensteller entdeckt. Ja, hervorragend. Ich baue zwischenzeitlich mal die große Bibliothek. Was? Ich will das auch haben. Nein, die baue ich. Bin schneller wie du. Das ist unfair. Nein. Doch. Nein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das bei mir besser gewesen wäre, wenn ich das gehabt hätte. Nein, weil das bringt uns beiden was. Ach so. Ich will das trotzdem aber auch haben, dann bringt es doppelt so viel. Gut ist nicht. Schade. Wäre lustig. Warum kannst du das bauen? Wieso kann ich das nicht bauen? Das kannst du auch bauen. Ich muss jetzt mal das baublöde Baumenü finden. Ich fühle mich hier irgendwie noch nicht so wirklich zurecht. Klick einfach auf das Stonehenge-Teil. Ja. Dann kannst du bauen. Oder auswählen, was gebaut werden soll. Ich habe mich, glaube ich, gerade irgendwie verklickt. Ja. Auf das Stonehenge-Teil. Ah, da steht die 8. Wie lange wird denn das noch dauert? Und daneben das Symbol von dem Wunder, Gebäude, was auch immer du baust. Ich kann ja gar nichts auswählen. Doch, kannst du. Wenn ich auf das Stonehenge-Ding klicke, da passiert gar nichts. Nee, auf das neben der Stadt. Also, Bonker, 8 Runden. Das Symbol von Stone. Ach, das etwas meinst da du? Ja. Da wollen wir doch hin. Ach Gott. Ja, das ist hier schon alles etwas anders. Bei Company of Heroes wäre das viel einfacher. Company of Heroes fängt auch nett mit Bogenschützen und Kriegern an. Was aber irgendwie auch lustig wäre. Wohl der Wahrheit. Du musst erstmal 10 Stunden lang hochtecken, bevor du irgendwas machen kannst. Ja. Oder hat hochgeteckt quasi. Auf T3 würde ich mal sagen. Ja, 2, aber naja. Das geht über die Forschung, ne? Das geht über die Forschung, genau. So, genau, und hier vorne die Heinos, die habe ich hier versehentlich bewegt. Ja, dann laufen wir halt mal irgendwo hier unten lang. Vielleicht nicht zu den Barbaren, die waren böse. Immer böse. Zucker haben wir hier. Zucker ist cool. Zucker ist immer gut. Kann man nie genug von haben. Zucker auch Luxusressourcen. Ah, verdammte Scheiße. Ich überleg mal, ob ich mir mal so ein paar Bogenschützen irgendwie kaufe. Obwohl das dann, dann kann ich gar nichts machen. Ich habe nur eine Stadt. Das ist scheiße. Das ist voll unproduktiv. Oh, jetzt sind die Barbaren wieder aufgetaucht. Mann, verpiss dich. Was hast du gesagt, was so ein Bautrupp-Ding kostet? 310. Wieso kriegst du wenig Geld rein? Ich krieg plus 1. Ja, aber das dauert irgendwie trotzdem ewig. Wie hast du das so schnell zusammenbekommen? Ich hab Barbaren-Lager ausgelöscht, ein paar. Ein paar? Von wegen ignorieren, hä? 2 an der Zahl bis jetzt. Ja, ich hätte das ja auch versucht, aber das ist zu barbarisch, die Barbaren.
voll der Reichtum bei dir. Oh, die haben sogar Barbarenschiffe hier, ja. Ja. So lustige Wikingerboote. Ja, die sind nervig, die beschießen mich gleich. Nee, die beschießen mich nicht, aber die können. Coole Sache. Der hat voll viele Bautrupps, der Spanier. Dann klau ihm halt einen. Wie? Dann würde er in dem Krieg rennen Bautrupp rein und hofft, dass sein Krieger überlebt und dann rennt weg und macht sich dann wirklich schön. Das sind sehr viele Hoffen und so. Nö, eigentlich nicht. Funktioniert gut. Meinst du nicht, der ist dann ein bisschen pissed off, dass ich in den Krieg erklärt habe? Main Train. Hervorragend. Hätten wir noch nicht genug Geld? Scheiße, da. Ich hab einen Bautrupp. Ach, tatsächlich? Ja. Könnt mir noch einen kaufen, aber das wäre kontraproduktiv. Ich weiß nicht, was du da für Barbaren überfallen hast. Das muss irgendwie so eine Art Bundesbank der Barbaren gewesen sein oder so. So, hier ist ja jetzt auch wieder Baba. Ja. Da hätte ich dann aber unbedeutende Niederlage. Unbedeutend ist egal, das kannst du ja wegheilen. Baban okay. Heilen nicht. War mehr als unbedeutend. Gut. Kann schon ein bisschen länger heilen. Hervorragend. 7 Runden oder 8, keine Ahnung, wie viel HP da ist. Ja, klar. Jetzt ist da auch noch so ein Schiff. Dann würde ich abhauen, das schießt nämlich. Ist mir gerade aufgefallen, ich habe jetzt nur noch einen Knüppel, Mann. So eine Scheiße. Was für ein Fiasko. Hä? Bei mir ist auch eins gespawnt, das hat sich auch gewehrt. Nur Katastrophen hier, nichts funktioniert. Ich habe immer noch nicht genug. Ey, was hat man. Was wolltest du bauen? Siedler doch, oder? Hä? Wieso? Für das Städtegründen? Dafür nee, den krieg ich ja dann. Bauen. Den krieg ich ja automatisch quasi. Ja, wenn du das wählst, ja? Ja, mach mal, schön. Und. Hä? Was wolltest du. Was sollte ich denn dann bauen? Bautrupp kaufen. Ja, sinnvoll. Aber wo steht denn da, was das an Gold kostet? Ich hab da Kosten Hammer und du zwei Typen. Du kriegst auf deine Stadt und dann. Steht links unten das, was du baust oder halt nichts baust. Darüber ja. Steht Produktion ändern und Kauf. Da auf ach Kauf so. Und dann kannst du dir aussuchen, was du kaufen willst. Da ach so, das ist Gold quasi was. Direkt kaufen. Mhm. Ja. Verstehe, verstehe. Ja, jetzt habe ich aber auch dieses Bogenschützen-Dings fertig. Das heißt, wir können irgendwas Neues machen. Ja, könntest du. Was hätten wir denn gerne? Also, ich hätte gerne segeln, aber forsch, was du willst. Ist das alles sinnvoll? Rad macht... Ja gut, das hatten wir ja schon. ...Ding Sinn. Bauwesen im Moment auch weniger. Und bei dir eher mehr als weniger. Das sind doch nur Wunder, oder? Und ein Sägewerk. Ja, Sägewerk. Sägewerk ist für dich relativ gut, weil da kriegst du... ziemlich viele Boni. Weil du dann später noch ab Metallguss, glaube ich, ein Spezialgebäude kriegst für dein Volk, was kaufen. Sägewerk extrem aufrüstet. Ist gekauft. Gut. Ja, und, das hat. Du brauchst eh nicht so viele Straßen, weil Wald und ich glaube Dschungel auch zählt bei dir wie eine Straße, wenn es in deinem Territorium ist. Weil ich hier dieses komische Volk bin. Genau. Ich habe irgendeine Scheiße gekriegt. Ich kann direkt von Anfang an auf dem Wasser rumfahren, was meiner Meinung nach Bullshit ist, aber naja. Zumindest auf der Map ist es Schwachsinn.